Meine lieben Kräuterfreunde. Mittlerweile ist es Hochsommer und ich plansche im Schauflöschenbiotop und möchte Ihnen heute eine meiner Lieblingsheilpflanzen vorstellen, das Hirtentäschel. Upsa! Darf es mal herzeigen? Das Hirtentäschel ist ein uraltes Heilkraut und es ist ein Mittel, was in erster Linie auf die Blutgefäße wirkt. Und zwar in der Form, dass es die Blutgefäße reguliert. Die Engerstellung, die Weiterstellung, aber sie auch reinigt. So sagen es zumindest gerade Bücher. Die Hauptwirkung des Hirtentäschels ist einerseits als Wundkraut, wo man es zerreiben kann und dann auf eine Wunde auflegen kann. Auch hier reguliert, bewahrt es sozusagen vor Blutverlust. Schon in der Signatur dieser Pflanze, der Hirtentasche, das ist so eine herzförmige Tasche, das ist dann nach der Blüte, sieht man das sehr schön, eigentlich unverkennbar. Am Boden steht eine Blattrosette, so ähnlich dem Löwenzahn könnte man es vergleichen. Also man kann es eigentlich nicht verwechseln. Und die Hirtentasche reguliert den Blutdruck, und zwar einerseits, dass sie ihn, wenn er zu niedrig ist, erhöht, und andererseits, wenn er zu hoch ist, erniedrigt. Wirkt auch ganz gut bei blutdruckbedingten Kopfschmerzen. Und auf der anderen Seite wirkt es auch bei Arteriosklerose, und zwar in der Richtung, also das ist die Gefäßverkalkung, in der Richtung, dass es die Gefäße wieder reinigen soll. Ich möchte Ihnen diese Heilpflanze, das Hirtentäschel, ans Herz legen. Es ist eine kräftigende, bewahrende und auf die Blutgefäße regulierend wirkende Heilpflanze. Liebe Grüße von Mauritiushof.